Es ist der 24. Dezember. Schokolade. Und jetzt raus in den Schnee. Ich hatte ganz vergessen, dass ich in Norddeutschland lebe. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Projekt-Update. Vielleicht seid ihr im Bilde, dass wir das letzte Mal an unserem guten Cementino eine Motorklappe nachgerüstet haben und aber nicht es geschafft haben, das Ding auch zum Laufen zu bringen, weil sie irgendwie nicht angesprungen ist. Und jetzt in diesem Video werden wir es final versuchen, dass wir unsere tolle Ape dann tatsächlich auch vielleicht mal zwischendurch fahren können. Und dazu habe ich mir Verstärkung geholt. Justus ist nämlich da, zusammen mit seiner ganzen Familie. Und wir versuchen jetzt gemeinsam mit geballter Power an diesem Aggregat hier den Vergaser auszubauen, den zu ersetzen oder zumindest mal zu reinigen und mal zu gucken, ob wir irgendwelche Fehler finden. Na, siehst du das ölige Ding, was wir da haben? Das ist ja unser Vergaser. Und als erstes müssen wir loswerden den Faltenbalg vom Luftfilter da abmachen und da ist so ein oller Kabelbinder da drunter. Töte ihn! Ja! Der hat ja auch gar keine Lust. Ja. Ja, und jetzt können wir den Faltenbalg abziehen. Jetzt können wir uns um den Vergaser selber kümmern. Und um den Vergaser auszubauen, müssen wir die ganze Motorverkleidung, diese Plastikabdeckung hier loswerden, weil die Züge, der Chokezug und der Gaszug, die oben an den Vergaser ranführen, gehen durch diese Abdeckung durch. Deshalb muss die erstmal weg. Magst du mal den Zündkerzenstecker abziehen? Er ist nur drauf gesteckt, genau. Das ist Schritt 1. Und jetzt müssen wir einmal oben die 13er Mutter da lösen. Genau. Und jetzt können wir die schon rausdrehen. So. Aha. Und damit haben wir die große Abdeckung weg. Und freie Sicht, wie man da sieht am Rande, auf unsere beiden Vergaserzüge. Jetzt schrauben wir also erstmal den Spritschlauch ab. Mal so eben. Ja, mal so eben, ne? Siehst du, ah, guck mal, jetzt habe ich sie. Guck mal, oh, da kommt schon gelaufen. Schön. Lecker. Soße. Oh, Sauce. Und jetzt kommt die Fümmelei. Weil wir müssen jetzt die Schrauben hier, die den Vergaser an dem Flansch hier dran halten, die müssen wir jetzt lösen. Und das ist da, sieht man ja schon, das kommt man ein bisschen doof hin. Hinter dem Vergaser sitzt bei der MP übrigens dieser Gummiflansch hier. Und der ist auch anfällig dafür, dass der kaputt geht. Der reißt dann hier ein, zwischen Vergaser und dem Stutzen hier, und dann zieht die hier Nebenluft. Weil der Vergaser tut ja nichts anderes, als Luft und Benzin zusammenzumischen. Und das genaue Mischungsverhältnis kommt dann in den Motor. Aber wenn der hier kaputt ist und einen Riss hat, kommt natürlich mehr Luft hinter dem Vergaser noch mit rein. Und dann ist die ganze Verbrennung durcheinander. Kommst du immer blöd ran hier. Musst du von oben machen, geht einfacher. Ja, stimmt eigentlich, hast auch wieder recht. Im Fernsehen sah das voll langweilig aus, das mit den Affen. Aber irgendwie wird man hier gar nicht langweilig. Das finde ich gut. Ich habe eher einmal das Gefühl, dass es andersrum ist. Wenn man tatsächlich mal mitschraubt und feststellt, wie doof das ist, dass sie jede Schraube immer quer stellt und jeder Handgriff immer 3 Jahre dauert, was ich so schön zusammenschneiden kann. Hinterher denke ich immer, die Realität ist eigentlich voll langweilig. Also wer kein Öl mag, muss nicht beschrauben anfangen. Nee, das ist hier Standard. So, ha, wir haben ihn. Das hier ist der Chokezug hier. Und hier oben in dem anderen Teil, in dem Hauptschieberkammer, ist der Gasschieber drin. Und den Chokezug, den können wir einfach lösen, indem wir diese ganze Aufnahme da drauf rausschrauben. Die hat nämlich hier einen Sechskant. Nein, bin ich hier. Nein, du kannst dich nicht filmen. Das kann man gerade ziemlich schlecht filmen. Jetzt haben wir den Chokezug raus. Und jetzt müssen wir nur noch oben den Gasschieber aufschrauben. Also es wurde jetzt gewünscht, dass wir Schlagschrauber benutzen. Dann tun wir das natürlich auch. Drückst du mal. Jo, reicht. Haben wir die Düse rausgeschraubt hier. Und jetzt nehmen wir mal die Schwimmerkammer ab. Und hier haben wir jetzt einmal den Schwimmer. Chokedüse. Hier unten sitzt die Hauptdüse drin. Und in unserer Schwimmerkammer ist unten auch gar nicht so viel Dreck. Eigentlich sieht das ganz sauber aus. Hier ist der Eingang, wo der Sprit reinkommt. Das kann man hier auch abschrauben.
Oh, da ist er aber schon hier direkt drin. Jetzt hier so hochmachen. Zack. Die darf sich nicht entfernen. Jetzt nehmen wir mal die Chokedüse raus. Das ist die eigentliche Kaltstartdüse und ich habe die Vermutung, dass diese Düse eventuell zugesetzt ist. Weil Kaltstarten hört sie ja nicht so wirklich. Und jetzt ist der Schwimmer hier, der kippt ja hier so und der ist hier hinten an einem kleinen Stab aufgehangen, an so einem kleinen Metallstab. Und wenn man den jetzt rausnimmt, dann hängt an dem, ah, da ist sie schon, hängt an dem Schwimmer hier, hängt unten dran die Schwimmernadel. Und das Ding hier, das ist die Schwimmernadel, das reguliert, wie viel Sprit hier von dem Zulauf vom Tank in die eigentliche Schwimmerkammer und von der Schwimmerkammer über die Hauptdüse dann in die Verbrennung kommt. Und das ist natürlich auch so ein Teil, was ich in starkem Verdacht habe, dass es nicht mehr so ganz toll ist. Sonst wäre sie wahrscheinlich auch nicht abgesoffen. Und jetzt, machen wir noch den Stift raus, können wir hier noch die Einstellschrauben rausdrehen. Das ist hier, ist diese Einstellschraube einmal für den Leerlauf. Das heißt, wie hoch die Ape im Stand drehen ist. Es ist einfach nur reingeschraubt mit einer Feder hier. Das sieht so aus. Und das hier ist die Leerlauf-Gemischschraube. Das haben wir auch raus. Und dann haben wir abschließend das letzte Teil, was noch drin ist in unserem Vergaser, ist die sogenannte Nebendüse. Die regelt, wenn ich das richtig weiß, das Übergangsverhalten vom Leerlauf in die Gasstellung. Also letztendlich das Ansprechverhalten vom Motor. Die hat aber auch Auswirkungen später auf den Laufbetrieb. Die sieht so aus. So. Wenn wir das raus haben, dann haben wir unseren ganzen Vergaser bis auf das Gehäuse zerlegt. Und das können wir jetzt erstmal reinigen. Auf der Hauptdüse steht nämlich die Düsengröße. Wenn man da ganz genau hinschaut, kann man da lesen, 126. Da braucht man aber echt eine Brille zu, um das zu erkennen hier oben. Und die schrauben wir jetzt mal aus dem Düsenstock raus. Wenn es jetzt gut geht, kriegen wir die dieses Mal sogar da raus. Ah, das war hart. Aber wir haben sie raus. Ja, das kannst du mit der Hand. Also man sieht eigentlich, das Loch in der Mitte ist frei. Das heißt, die Düse ist okay. Und die können wir jetzt also wieder in den Düsenstock zurückschrauben, weil der ist auch in Ordnung. Jetzt müssen wir eigentlich alle Teile von unserem Vergaser hier im Einzelnen liegen haben. Und jetzt müssen wir das Ding noch wieder zusammenbauen. Fangen wir mal an mit unserem frisch gereinigten Sieb hier. Zwei Minuten für mich. Bei der Leerlauf-Gemischschraube gibt es die Faustregel. Reindrehen bis maximal und dann anderthalb Umdrehungen raus für die Grundeinstellung. Hier oben der kleine schwarze Teil am Ende der Schwimmernadel ist die eigentliche Dichtfläche. Und da sieht man schon, dass sich hier so ein kleiner Ring abgezeichnet hat. Das ist nämlich die Fläche, wo dann später im Vergaser die Dichtung stattfindet. Und wenn man diesen Ring schon sieht, dann ist es Zeit für eine neue Schwimmernadel. Praktischerweise haben wir keine, also wischen wir die jetzt so gut wie es geht ab, bauen die erstmal ein und im schlimmsten Fall muss ich die irgendwann nochmal wechseln. Wird jetzt hier eingehängt und dann kann man die zusammen mit der dem eigentlichen Schwimmer darunter bewegen und dann, wenn der in Position ist, brauchen wir eigentlich nur noch unseren Stab da durchzustecken. Und jetzt hängt das alles wieder zusammen, können wir die Choke-Düse wieder reindrehen. So, und das Ganze samt Hauptdüse hier zu befestigen. Fest. Jetzt können wir den Vergaser wieder einbauen. Jetzt fangen wir erstmal an, unsere Gasschieber-Mimik wieder zusammenzubauen. Das ist einmal der Vergaserdeckel, die Feder und der Schieber selbst. Da wird der Zug hier eingefädelt und so eingehängt. Und jetzt müssen wir nur noch die Feder hier unten einhängen. Und diese ganze Mimik, die können wir jetzt oben in unseren Vergaser hineinschieben. Und dann schlittert der ganze Deckel damit drauf. So, jetzt haben wir das fest. Jetzt können wir den Chokezug da reinmachen. Der wird hier einfach nur reingesteckt in die Öffnung vom Choke. Und dann wird das Ganze, wird die ganze Verstelleinheit hier einfach unten reingedreht. Dabei ist es wichtig, nicht zu fest festziehen, das Ding, weil es ist ein Stahleinstellmechanismus in dem Aluteil. Und das geht leicht kaputt. Und dann kriegt man es nie wieder richtig fest. Deshalb die nur ein bisschen festziehen. Jetzt machen wir hier den Stutzen da dran. Dann
versuchen wir jetzt mal das Gerät zu starten. Irgendwann später. Also ich würde sagen, unsere Ampel läuft immer wieder, aber das Problem hat sich nicht wirklich verbessert. Ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Was das jetzt noch sein könnte, wir haben im Prinzip jetzt echt viel durchgehabt, aber an dem Startverhalten hat sie nichts verändert. Aber zumindest, die springt mindestens an. Das ist ja, sie springt wieder an, ein Glück. Aber ja, irgendwie ein bisschen ernüchternd. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist 9:09. Nächstes Wochenende. Ja, fang mal nicht hier mit dem Vergasern. Wir haben gerade die Zündspule getauscht. Wie ihr seht, die funkelt da hinten so schön. Aber um es kurz zu machen, auch das hat keine Veränderung gebracht. Also, jetzt muss ich hier meinen neu bestellten Vergaser für opfern. Aber vielleicht bringt das ja Verbesserung. Vollkommene Überblendung hier. Tauschen wir den wir so schön gereinigt haben. Dann mal gegen einen neuen aus. Boom, Kschakalinga. Tja, sowas kann man immer noch kaufen. Aber wir müssen noch eben die Düse unten umbestücken. Hauptdüse. Was ist denn da drin? Sag ich dir, 120. Da ist drin. Bestimmt eine kleinere. 120. Nicht dein Ernst. Top. Gleich wieder reindrehen, den Vogel und gut ist. Kleine Anmerkung an dieser Stelle. Neuer Vergaser, alter Vergaser. Man sieht den Unterschied sofort. Bei den alten Modellen hatte der Vergaser oben eine längere Befestigung für den Seilzug. Das heißt, wenn ihr jetzt den neuen Vergaser verbaut und euch wundert, warum euer Zug nicht richtig das Gas betätigt, ist klar, weil hier einfach ein Stück fehlt. Deshalb nehmen wir jetzt den Deckel von unserem alten Vergaser. So, der neue Vergaser ist drin und ich spinne. Und jetzt hoffen wir, dass unsere Startproblematik sich verändert. Es braucht jetzt natürlich einen kleinen Moment, bis der Motor Sprit bekommt, aber dann sollte er eigentlich ziemlich gut anspringen. Jetzt, Job gezogen. Das könnte sein. Die startete jetzt ganz anders. Hast du das gemerkt? Also das Letzte, wo sie erst am Anfang schwierig gestartet sein kann, kann auch noch Spritmangel gewesen sein. So, es ist jetzt der nächste Morgen. Wir schreiben Sonntag. Die Ape hat jetzt ungefähr 12 Stunden in der Garage gestanden. Und Bennett ist wieder da, setzt sich an Steuer von unserem Gerät. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir irgendwas ändern konnten an dem schlechten Startverhalten. Kummer und Sorgen. Und jetzt ordentlich ziehen. Der Choke braucht jetzt genau. Zündung an. Und jetzt sind wir gespannt, was passiert. Alter! Alter! Ich würde sagen... Thema erledigt. Wir haben das Problem gefunden. Es war der verdammte Vergaser. Ja! Wunderbares Laufverhalten. Und das nur wegen diesem einen Mistding da. Wisst ihr schon wieder, was ihr zu tun habt? Einmal diesen Kanal abonnieren, das kostet nämlich nichts und ihr werdet immer über neue Videos informiert. Das letzte Video anschauen, diesem Video einen Daumen nach oben geben, nur den nach oben bitte. Und schaut bei Facebook vorbei, da sind wir zu finden unter die Apeschrauber. Wir wünschen euch natürlich eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins wohlmöglich bessere Jahr als dieses Jahr. Stimmt, recht hat er. Bis dann.